2030 könnte doch sein. Popmusiker Jonathan Zelter will laut sein und nicht einfach die Pandemie aushalten. Mit seinem Song 2030 wirbt er für die Zukunft und macht gleichzeitig Werbung für sein großes Konzert im selben Jahr. Dann, wenn das Virus hoffentlich keine große Rolle mehr spielt. Die Angst vor dem GAU in Pandemiezeiten ist groß, weiß auch der künstlerische Direktor Udo Dahmen der Mannheimer Popakademie, der Nachwuchskünstler ausbildet. Das Studium geht also komplett weiter und ist auch online und auch in der Mischung mit Live-Zusammenhängen weiter so durchgeführt. Und wir werden natürlich auch offene Perspektive ausbilden, das tun wir jetzt schon, die nach Corona, die Situation nach Corona ins Blickfeld nimmt. Die Musikstudentin Lucy Dai arbeitet als Sängerin im Performance-Bereich und tritt normalerweise live auf. Doch das geht jetzt nicht mehr. Nach den 3 Monaten muss es weitergehen und die ganze Arbeit, die ich jetzt reinstecke, lebt davon, dass ich sie dann live präsentieren kann. Was natürlich jetzt sehr schwierig sein wird oder auch die Pläne schon zu schmieden. Auch große Künstler wie Helge Schneider haben zu kämpfen. Der Komiker wandte sich mit einem Post an Olaf Scholz, den Vizekanzler der Bundesrepublik. Ich habe im November 2019 gar kein Geld verdient, also kann man dafür auch keine 75% ausrechnen. Für die Produktionsleiterin Sunay ist der 2. Lockdown ein erneuter Schlag ins Gesicht. Seit 7 Monaten hat die Veranstaltungs- und Kulturbranche Berufsverbot. Auch wenn sie gezeigt haben, wie unter guten Hygiene- und Sicherheitskonzepten Events durchgeführt werden können. Wir verschwinden als Veranstalter, als Moderatoren einer Freizeittätigkeit in Deutschland. Und es wieder einfach überhaupt gar kein Konzept dafür gibt, wann es für uns weitergehen kann oder ob es für uns weitergehen kann. Eine harte Zeit für jeden Künstler, für jeden Musiker, für jeden Kreativen. Doch was bleibt, ist Hoffnung, Hoffnung, dass es bald wieder bergauf geht. 2030 könnte doch sein.